Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards Kapitel 3. Uhu, es geht weiter. Irgendwann gestern Nacht ist wohl das dritte Kapitel aktiviert worden. Und irgendeiner der Zuschauer hat mir gesagt, ich kann hier unten die Frameszahl mit K wegmachen. Ah, ja, ich habe das ganze zweite Kapitel. Ich weiß nicht, ob du das erste auch mit diesen Einstellungen gespielt hast, dass man unten die Frames sieht. Machen wir die mal weg. Und wir spielen weiter. Ich bin gespannt, ob das jetzt klappt. Beim letzten Mal von Kapitel 1 auf 2 hatte ich das Problem gehabt, wo ich weiterspielen gemacht habe, dass ich noch in Kapitel 1 drin war und nochmal den Endkampf machen musste. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so. Beeindruckend, Gladiatoren. Zu dumm, dass ich so viel Geld gegen euch gesetzt habe. Tut mir leid um eure Gefährtin. Aber falls ihr auf den Geschmack gekommen seid, ihr seid uns als Gladiatoren in der Arena jederzeit willkommen. Okay, ich glaube, das ist neu. Könnte das sein, dass das neu ist? In der Arena kämpfen könnten wir jetzt direkt nochmal. Kampfübung kann mir was beibringen. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Ist das das Kapitel 2 noch? Könnt ihr uns noch etwas beibringen? Okay, wir haben schon mal jede Menge Arm... Oh, er hat nicht so viel. 724. Es könnte sein, dass wir hier in Kapitel 2 noch sind. Das wäre natürlich blöd. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich geändert haben wollte. Irgendwas bei Sonderfertigkeiten, ne? Rüstungsgewöhnung 1. Die haben wir. Rüstungsgewöhnung 2. Wieso ist da oben rechts rot? Das können wir auch. Wir haben genügend Körperkraft dafür. Du brauchst einen stärkeren Schild. Das kannst du noch nicht lernen. Passierschlag kannst du lernen. Okay. Niederwerfen. Talente 8, 8, 8. Tierkunde und Kriegskunst. Da habe ich ja andere eigentlich für. Das ist auf Maximum. Ich glaube, bei ihm wäre vielleicht noch interessant, dann die Hiebwaffen hochzumachen und mit zwei Waffen zu kämpfen. Aber das überlege ich mir noch. Lebenspunkte kosten 220 jetzt schon. Okay, ich glaube, ich lasse die Werte mal noch so. Bin mir da noch nicht sicher. Ja, bei dir gab es einiges. Ausfallstalent erhöhen kann nie Schaden. Zwei einhändig geführten Waffen brauchen wir nicht, aber hier unten... Okay. Niederwerfen. Kampfgespür. Aha, da brauchst du eine höhere Intuition für. Ich würde sagen, wir machen das Ausweichen bei dir höher, oder? Kampfreflexe brauchst du dafür. Wo haben wir die? Ach komm, ihr spart mal beide auf, würde ich sagen. Gehen wir erstmal weiter. Wer weiß, ob ich hier überhaupt bin. In der Arena kämpfen könnten wir direkt. Wir wollen irgendwas töten. Okay. Ich habe mir gedacht, dass ihr wiederkommt. Okay, wir können also direkt in einen Kampf rein. Also ich meine, das ist Kapitel 3. Das ist doch neu. Oder? Charakterbogen. Wo haben wir das nochmal? Questlog. Genau, wir sind in Kapitel 3. Sehr schön. Kämpfe der Arena von Mengbilla. Sind wir noch immer voller Herausforderungen. Gelegenheit erneut als Gladiatoren Ruhm zu ernten. Da könnten wir vielleicht irgendwas gewinnen, wenn wir nochmal Gladiatorenkämpfe machen. So, wo ist unsere Truppe? Ich sehe sie gar nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Wolf.
Wie ging das nochmal mit B? Nee. Mit G? Oh Gott, ich bin schon wieder voll raus. Doch, da war es gerade angezeigt, ne? Wieso verlerne ich das in so kurzer Zeit? Weil ich 5 andere Spiele gerade gleichzeitig noch spiele. So wird's wohl sein. Also ich sehe gar keinen. Wo zur Hölle sind meine Charaktere? Das finde ich jetzt sehr seltsam. Ist das verbuggt? Hotkey-Leiste. Ich sehe auch niemanden von meinen Charakteren. Okay, also direkt wieder Kampf funktioniert nicht. Und wir können auch nicht rausgehen, ne? Was passiert, wenn wir erneut versuchen? Ja, mach mal. Also da ist irgendwas schiefgegangen gerade. Schade, direkt einen kleinen Bug entdeckt. Aha! Volk von Mengvilla. Empfange mit Jubel die Bezwinger der neuen Horden. Am heutigen Tage beehren sie uns erneut. Um sich mit den tödlichen Bestien der nördlichen Wälder zu messen. Ja, ein paar Wölfchen sollten nicht das Problem sein. Frage ist, was macht das, wenn die Teile hier runtergehen? Jetzt gucken wir nochmal neu. Wir haben A, J, B. B zeigt auf jeden Fall das da oben schon mal an. Ah, ich hatte die Taste doch letztens gehabt. Was war das denn nochmal? Ah, V. Genau, es war V. Okay, die Sachen können wir umwerfen. Das kann echt nützlich sein, um einen kleinen Schutzwall aufzubauen. Machen wir doch direkt mal. Aber hier kommt schon mal keiner durch. Und du wirfst die hier oben. Halt! Darüber. Und jetzt. Nicht, dass die auf dich drauf fallen. Ah, genau. So, da kommt schon mal keiner durch. Was bedeuten diese Schalter hier? Was machen die? Damit kann ich das Tor zumachen. Sehe ich das richtig? Mach das mal. Ja! Tor fährt zu. So. Ich würde sagen, du gehst mal hier runter. Und du musst irgendeinen Trank oder sowas zu dir nehmen. Ja, so ein schwacher Heiltrank. Der ist doch ganz nett. Lecker! Ich bin ein bisschen angeschnupft. Ich hoffe, man merkt die Erkältung mir nicht an. Der Winter naht. So, ich würde sagen, ihr verteidigt da oben weiter, oder? Was macht der Schalter denn? Ja, komm, geh mal was näher. Das genügt Lebensenergie. Stell ich schon mal da dran. Okay, da kommen 2 Stück. So, meine Hotkey-Leiste ist weg. Da ist er. Wir wollen ein... Ah, sie hat keine... Ich hätte wohl aus dem Kampf rausgehen sollen, eben Ende machen sollen. Und dann wäre es ja wahrscheinlich im Menü gewesen in irgendeiner Stadt. Das wäre wahrscheinlich in Mengvilla und hätte dann, wenn ich gestärkt wäre, wieder hingehen sollen. Also, das war schon mal dumm, direkt auf Kampf. Aber ich war mir halt nicht sicher, ob das möglich war. Okay. Wir haben 10 Punkte. Können wir eigentlich nicht viel mit reißen. Dann würde ich sagen, stören mal was nach vorne. Gefällt mir zum Beispiel schon mal gar nicht. So, du gehst da hin und machst hier zu. Such dir einen anderen Weg, Wölfchen. Damit habe ich ihn. Ja, sehr schön. Das ist ja schon wie bei Dungeon Master. Dann kann ich die Fallgitter runterrasen lassen auf die. Auch nicht schlecht.
Ja, das ist natürlich blöd. Da hätte ich wirklich hier hinrennen sollen. Und dann hätte ich die zwei jetzt beide erledigt damit. Schade. Also ich würde sagen, du haust auf jeden Fall auf den hier drauf. Und zwar mit einem Todesstoß. Ah, nein, misslungen. Ja, dann würde ich sagen, dahin und den Schalter drücken und hoffentlich den da wegfegen. Ja, so ist es. Supidupi. Und du gehst mal hier hin und gibst dem Zwerg etwas Energie. Man verzaubert keine Zwerge. Lass das, ich brauche das nicht. Lass das, ich brauche das nicht. Stell dich doch nicht so an, Kerlchen. Ja, also gegen ein paar Wölfchen sollte nicht das Problem sein. Ja, komm, geh ruhig was näher. Okay, wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich mit diesem Schalter alle Tore geöffnet oder geschlossen. Das ist aufgegangen, die anderen beiden sind zugegangen, dadurch habe ich die zwei getötet und den Wolf. Das ist natürlich praktisch. So, drei Verwundungen direkt, sehr gut. Ich werde sehr wahrscheinlich dem Zwerg, wenn er nicht mal eine bessere Zweihandwaffe bald findet, das umändern und mit zwei Waffen kämpfen lassen. Zum Beispiel ein Säbel und eine Keule oder so. Trifft auch nicht hier. Sterb endlich. Und wo ist meine Hexe? Das würde mich auch mal interessieren. Victory! Na, 50 Abenteuerpunkte. Naja, besser als nichts und etwas Geld. Arena Katakomben. Aurelia? Wir haben den Schlüssel. Jetzt weg mit dieser lächerlichen Matte. Ah, und warum okay. Redest du da noch? Komm. Lach noch einmal. Ich mag, wie du lachst. Nicht jetzt, Luciano. Die Prinzessin ist traurig. Seht, da kommt unser Faulpelz und weiß gar nicht, was los ist. Je weniger ich weiß, desto fröhlicher bin ich. Was ist denn los? Lysander sperrt sich seit Tagen in seinem Laboratorium ein und Elanor macht sich Sorgen. Er liebt seine Arbeit. Das mag uns seltsam erscheinen, aber... Kannst du nicht mit ihm reden? Du kennst ihn gut. Irgendetwas stimmt nicht. Den ganzen Weg nach Neta? Ich begleite dich. Luciano geht mir auf die Nerven. Wir haben eine Hexe. Sehr schön. Schauen wir uns doch direkt mal an. Aurelia. Ist da irgendwie groß was geändert? Ich glaube nicht. Hexengalle, Speichel. Na gut. Dann mal auf nach Neta. Schimpfender Zwerg. Schmied.
Lysanders Werkstatt. Heilerin? Und? Okay, wir haben gar kein Geld. Das ist auch neu hier. Abbildung von Dukaten und Silber. Das war vorher nicht gewesen, soweit ich weiß. Oder ich habe es falsch in Erinnerung, aber ich glaube, das ist neu. Das ist bestimmt jetzt in Kapitel 1 und 2 auch drinnen. Wieso geht er denn da ganz raus? Da wollen wir nochmal testen. Ich bin hier reingegangen und sage hier schließen. Und er verlässt die Stadt, anstatt dass er rausgeht aus dem Händlermenü. Das ist neu. Und? Wenn ich jetzt einfach hier Escape mache, geht er auch raus. Seltsam. Seltsam, seltsam. Da ist was. Irgendein Kommando falsch bei der Programmierung, glaube ich. So, schauen wir uns mal den schimpfenden Zwerg an. Ganz recht. Ich habe die Taverne angezündet. Und ich will euch auch erklären, warum. Was machst du denn so, Junge? Ja, ich bin ein Zwerg. Ist das ein Problem in eurer hässlichen Stadt? Geht bitte weiter, Senior. Das hier ist nicht eure Angelegenheit. Wer bist du denn? Hat Elanor dich geschickt? Die Prinzessin glaubt, dass du in Schwierigkeiten steckst. Das ist nichts Neues. Ich arbeite. Und kann man dir irgendwie helfen? Ich brauche Chitin. Eine ganze Menge davon. Hm? Wozu soll das gut sein? Du wirst sehen. Ich wüsste es gerne vorher. Vertrauen, mein Freund. Das ist die Fähigkeit, der Gier nach Wahrheit zu widerstehen. Vertraust du mir nicht? Ehrlich gesagt nicht. Aber wenn ich ihm das jetzt sage... Im Augenblick habe ich meine Zweifel. Also schön, du hartnäckiges Biest. Ich arbeite an einem Geschenk für Elanor. Das ist alles? Das ist alles. Chitin? Was ist das? Die Panzerung von Insekten. Schimmert in allen Farben, wie Öl. Wo soll ich so viel Chitin herbekommen? Den Friedhof hat eine wahre Gruftasselplage befallen. Ich würde selber gehen, aber ich will meine Retorten nicht allein lassen. 5 Asseln sollten genügen. Also schön. Aber danach erzählst du mir, was los ist. Na gut, gehen wir ein paar Asseln töten. Wozu braucht er einen Gruftasselpanzer? Frag mich nicht. Wir müssen vertrauen und unserer Gier nach Wahrheit widerstehen. Hat er das gesagt? Ja, das sieht ihm ähnlich. Erledige mindestens 5 Gruftasseln und begib dich danach mit allen Helden zu den Stufen am hinteren Ende der Karte. Okay, Stufen am hinteren Ende der Karte, da oben also. Dann würde ich sagen, gehen wir etwas näher darüber. Wer weiß, ob da oben schon noch welche kommen. Sollen die mal zu uns kommen? Und wir können schnell abhauen. Das ist okay. Und du stellst dich hier hin. Also wahrscheinlich hätte ich die 5 hier umgebraten. Hier oben werden neue Gegner gekommen. Ich will das testen, ob ich das umgehen kann. So, gehen wir hier rüber. Was hast du denn hier für schöne Zauber? Wir haben einmal die Hexengalle. Hey? Hexengalle? Wieso kann ich die denn nicht darüber tun? Ne, will er nicht. Okay, ich kann die Zauber nicht rüber tun. Stufe 1 auch nicht. Seltsam. Stärkung. Nichts.
Okay, Gewandtheit minus 8, Körperkraft minus 5. Starken Gegnern wäre das interessant, damit können wir heilen. Und damit machen wir ein bisschen Schaden. Los geht's. Nimm das. Mies. Schief gegangen. Toll, direkt verwundet. Was ein Pech. Nein. So, ich würde sagen, du haust mit drauf. Noob. Trifft natürlich jetzt nicht mehr so gut wegen der Verwundung. So, die ist schon mal vergiftet. Und fort. Aha, aha. Dachte es mir fast. Geh mal hier rüber. Nein! Dann haut die mir da drauf. Das ist ganz schlecht. Jetzt ist er auch noch gefangen da hinten. Na, ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Verdammt. Okay, schwieriger Kampf auf jeden Fall. Hier rüber. Und eine Hexenkerle auf ihn. Zwei Verwundungen. Haben wir Heiltränke oder sowas bei? Das sind das anscheinend dauerhaft immer 5. Ich glaube, das wird nichts. Verdammt. Wir haben nichts am Gürtel bei. Nein, ich habe die Runde beendet, statt zu zauen. Ja, ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Das geht schon mal ziemlich in die Hose, glaube ich. Ja, nochmal heilen, würde ich sagen. Was soll ich sonst machen? Nicht gut. Okay, das müssen wir irgendwie anders machen. Todesmutig stürmt sie vor. Batz, und da war es das um uns geschehen. Ich Noob. Okay. Wir haben kein Geld, um uns irgendwas zu kaufen. Wir müssen den Kampf also so irgendwie überstehen. Ich versuche mein Glück auf jeden Fall nochmal beim nächsten Mal. Machen wir nochmal einen Break. Bis zum nächsten Mal, Herr Chojin.